Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, willkommen zu Let's Play Eisenbahn Simulator. Nein, Pro Train. So, nicht Pro Train, doch Pro Train, genau. Microsoft Train Simulator und wir haben eine Aufgabe bekommen. Da steht, auf der Fahrt nach Berlin Zoologischer Garten ist ein Intercity kurz vor Nauen liegen geblieben. Schleppen Sie den Zug mit Ihrer Lok ab und sorgen Sie dafür, dass die Reisenden so wenig Verspätung wie möglich haben. Viel Erfolg. An Intercity train broke down on his way to Berlin. Zoologischer Garten. Tow the train to Berlin and keep the lateness low. So, ich habe das jetzt in Englisch und in Deutsch extra für euch gelesen. Und wir fahren dann gleich schon mal los. Wir brauchen den Kupplungsplan auch. Ich würde mir gerne verschieben. Wir brauchen den Waggonkupplungsplan, der ist wichtig. Wir fahren ab. So, und nach oben, Richtungswender verrückt. Und wir fahren. Ich glaube, wir fahren eine 101er, oder? Ne, eine 120er. So, wir sind unterwegs, Freunde. Auf dem Weg Richtung Abschleppung. So, ein Intercity, der liegen geblieben ist, den holen wir natürlich ab. Schön, dass wir das dürfen. 160 ist unsere Vollgeschwindigkeit, die wir fahren dürfen. Und wir geben erstmal ein bisschen Stoff. So soll das sein. Ja, schön, dass ihr auf jeden Fall dabei seid, Freunde. Das Wetter ist schlecht. Spiel und in der Realität. Und wir holen den liegen gebliebenen Intercity ab. So, ein bisschen Geschwindigkeit halten heißt es. Wir können natürlich auch ein bisschen overloaded fahren. Das ist alles gar kein Problem, Freunde. Und ich hoffe, ich kriege rechtzeitig Bescheid, wann ich den Intercity sehe und ihn mir holen darf. Ja, ein liegen gebliebener Intercity, Freunde, ist immer ein kleines, nerviges Problem, sag ich jetzt mal. Das ist unsere Lok. Wir fahren ohne Waggons und holen einen Intercity ab. Gas drauf. So, nochmal ein bisschen Gas drauf. Ich will gerne auf 163, da sind wir zwar ein bisschen zu schnell, aber wir holen ein bisschen Zeit rein. Wir wollen ja den Rahmen des Zeitfensters sprengen. So. Bis jetzt haben wir auch keine Meldung, dass irgendwas auf der Strecke schieflaufen tut. Ja. Nochmal ein bisschen Stoff drauf. Ja, schön, dass ich euch bei meinem neuen Let's Play Dauerprojekt begrüßen darf. Wie schon angekündigt in der letzten Folge, ist das ein Let's Play Dauerprojekt. Also es wird keine letzte Folge geben. Es wird auch keine erste Folge geben oder wie auch immer. Es gibt immer wieder Folgen. So, bald sollten wir auch bei dem Intercity sein. So weit sollten wir das eigentlich nicht haben. Entschuldigung. So, ich gehe mal ein bisschen vom Gasregler. Ah, gehen wir ein bisschen rauf. So. Wir sind auf dem Weg zu dem Intercity, Freunde. Das ist natürlich eine ziemlich schwierige Aufgabe, würde ich schon fast behaupten. Weil ein liegen gebliebener Zug bedeutet für die Fahrgäste Verspätung. Und da ist eine Wende. Seht ihr das? Da vorne kommt eine Wende auf unserem Strecken. Wir angekündigt und wir haben Rot. Und wir kriegen auch von der Fahrdienstleitung keine Erlaubnis, darüber fahren zu dürfen. So, da vorne kommt eine Wendemöglichkeit. Wahrscheinlich werde ich da die Weiche schalten müssen und aufs andere Gleis springen. So, wahrscheinlich werde ich bis zum Signal fahren müssen. Wir werden es ja sehen. Thank you.
hoffe, das wird nicht allzu anstrengend, Leute. So. Das ist schon eine Aufgabe mit Charakter. So. Da steht schon unser Zug, den wir holen sollen. Halten Sie hinter der Weiche, stop after the switch. So, wir halten hinter der Weiche, das ist logisch. Damit wir auf den anderen Track kommen, auf die andere Plattform, auf das andere Gleis. So, ich weiß nicht, ob die Weiche gestellt ist. Und schon machen wir eine Kupplung. Ich weiß nicht, ob es gestellt ist, die Weiche, in der Rückwärtstour. Es sieht mir danach nicht aus. Das heißt, ich muss die Weiche selber stellen. Lässt du dich nicht stellen? Ey, Weiche. Ey, Weiche. Nö, anscheinend nicht. So. Okay. Wahrscheinlich stellt die sich von selbst. Jupp! Die stellt sich von selbst. So, da dürfen wir natürlich nicht zu schnell an den Intercity ranfahren, sonst entgleisen die Waggons. So, mit 34, 35 km/h sind wir da eigentlich ganz gut bedient. Und einmal rausbremsen, zack. Da steht er ja schon. Ah, der hat eine BR-101 dran. Okay, das ist wohl wieder so eine typische Opferlok. So, mit 13 km/h. Da müssen wir noch ein bisschen runtergehen. Das ist zu schnell. 8 km/h reicht für eine Kupplung. Und wir fahren an den Zug ran und koppeln den an und fahren den Zug denn nach Berlin. So, das ist unser Ziel erstmal. Das ist unsere Aufgabe für die nächsten... Ja... So, 4 km/h. Jetzt sind wir bei 0. So, 5 km/h reichen. Hol dir den Zug, mein Freund. So, jetzt warten wir den Gegenverkehr ab, damit ich den Überblick wieder bekomme. So, Freunde. Unsere Reise, die geht weiter. Jetzt gucke ich mal kurz auf unseren Fahrplan, was unsere nächsten Halte sind. Nauen, Berlin-Spandau und Berlin-Zoologischer Garten. Da werden wir noch halten müssen. Und dafür hole ich mir den Fahrplan. Klar, wir haben Verspätung. Klar, das ist unser jetziges Problem. Aber lassen wir uns nicht beirren. Die Zugfahrt geht weiter. Jetzt haben wir den Zug abgeholt, den liegen gebliebenen Intercity. Und unser nächster Bahnhof ist gleich schon da. Wir sind schon in der Nähe unseres nächsten Halts. Von daher werden wir jetzt nicht allzu schnell. So, wir erreichen dann Nauen. Und wir sind verhältnismäßig pünktlich, kann ich euch an dieser Stelle schon mal sagen. So, bringen Sie den Intercity nach Berlin Zoologischer Garten. Halten Sie an den Bahnhöfen Nauen und Berlin-Spandau. Drive with the Intercity to Berlin, Zoologischer Garten. Stop at Nauen and Berlin-Spandau. So, das sind unsere Informationen, die wir jetzt hier haben. Und wir fahren natürlich weiter. Warum ich das in Englisch auch mitteile, es gibt natürlich auch englische Zuschauer und die sollen natürlich auch nicht zu kurz kommen. So, ich begrüße erstmal die Fahrgäste. Sehr geehrte Fahrgäste, es geht weiter auf der Fahrt in Richtung Berlin, Zoologischer Garten. Das Team der DB Fernverkehr AG hat sich darum bemüht, schnellstmöglich ihre Fahrt fortzusetzen und das weitestgehend pünktlich.
Bitte haben Sie Verständnis für eventuelle Verspätungen. So, wir fahren jetzt in Nauen ein. Weil es in der City ist, bremst man da schon einen kleinen Tick früher, weil diese Produkte doch anstrengender zu bremsen sind. So, wir fahren erstmal ein, so wie sich das gehört. Natürlich haben wir jetzt einen kleinen Ticken Verspätung. Wir sollten jetzt abgefahren sein, vor 10 Sekunden. Aber gut, bei einem liegen gebliebenen Zug ist das ja nicht gerade kriminell. Nein, das würde ich nicht als kriminell sehen. Nein, bei so einer Verspätung ist das okay. Und ich habe ein Problem. Ich sehe mein Aufnahmeprogramm nicht mehr. Aber es scheint zu laufen. So, es scheint ja noch zu laufen, also machen wir weiter. So, ein Aussteigen gewährleisten wir jetzt hier an dieser Stelle. Und wir fahren in Kürze wieder ab. So ist das, Freunde. Und wir haben den Intercity abgeschleppt. Das ist eine gute Sache. Das ist eine gute Sache. Und wir dürfen jetzt schon wieder fahren. In 2 Sekunden. Und wir fahren raus. Action, Freunde. Das ist ein schöner Anblick, wie der Intercity durch die Regenlandschaft pirscht. Ja, es ist ein schöner Anblick. Ja, Freunde, ich hoffe, dass es noch aufgenommen wird. Wenn nicht, wäre es natürlich sehr, 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 sehr schade. Aber sowas kann passieren. Sowas soll nicht passieren, aber es ist möglich. Lassen wir die Fahrt auf 30%. Das ist okay. Wenn wir auf 166 Stundenkilometer die Stunde kommen, sind wir zwar overloaded, aber wir fahren in die Pünktlichkeit rein. Und das ist das, was ich will. Denn unser nächster Bahnhof ist schon nicht mehr weit. Nein, 19 Kilometer noch und wir sind schon wieder da. Schön, dass ihr, wie gesagt, alle dabei seid. Ich hoffe natürlich, dass gerade aufgenommen wird. Wäre natürlich schade, wenn nicht. Aber es wäre nicht zu ändern. Es wäre an dieser Stelle nicht zu ändern. Und wir fahren ein Ticken schneller, als wir dürfen. Denn so holt man Verspätung ein. Ja, schön, schön, schön. Nächster Halt wäre denn Berlin-Spandau. Immerhin schon Berlin. Wir sind gut in der Zeit, Freunde. Ich denke mal, wir haben auch ein bisschen aufgeholt schon. Geben wir mal ein bisschen Stoff drauf. Wir fahren jetzt natürlich leider zu schnell. Aber so 5 bis 6 km/h darf man Übergeschwindigkeit haben. Das macht natürlich die Minuten Verspätung. Rasselt es aus. Es zieht uns die Verspätung raus. So dass wir Berlin-Spandau voraussichtlich pünktlich erreichen können. Trotz dass der Zug liegen geblieben ist. Immer noch im Fahrplan. Finde ich persönlich gut.
auch schon bald da. Jetzt haben wir da eine gute Geschwindigkeit drauf, wa? Na gut, stehen wir mal auf einer Brücke. Und betrachten den Intercity. Ich stehe von der Seite! Seite! Dieser Bahnhof, durch den wir jetzt, den wir auf dem Streckenmonitor gewarnt bekommen, durch den fahren wir nicht durch. Ja, ich hoffe, euch gefällt das Let's Play oder das Let's Show. Na, es ist ein Dauerprojekt und es wird ein Dauerbrenner. Es wird einfach immer laufen. Es wird keine Endfolgen geben. Es wird keinen Abschluss geben. Nein, es ist endlos. Und wir fahren durch den nächsten Bahnhof. Ist das nicht genial? Unser nächster Halt ist in 10 Kilometern auch erreicht. Mit der Geschwindigkeit schaffen wir das ganz schnell. Und in 22 Kilometern sind wir schon in Berlin Zoologischer Garten und enden da. So ist unser Ziel. Das ist unser Ziel und das ist unser Zug. Eine BR 120 schleppt eine BR 101 ab mit, ja, man wird es kaum glauben, Intercity-Wagen. Ja, und wir sind verhältnismäßig hoffentlich jetzt bald in der Zeit. Ich versuche möglichst immer noch aufzuholen. Es ist nicht ganz leicht, muss man dazu sagen. Man kann natürlich Verspätung haben, das gehört dazu. Es war ein liegen gebliebener Intercity. Aber wenn wir pünktlich sind, liebe Deutsche Bahn, schneidet euch eine Scheibe ab. So, und wir fahren gleich noch durch diverse Bahnhöfe. Jetzt wird es ja hier enger. Güterverkehr, der hier abgestellt liegt und weiterhin die Genehmigung, 160 Stundenkilometer fahren zu dürfen, Gott sei Dank. Und schon haben wir auf dem Streckenmonitor die Warnung vor einer 140 km/h-Zone. Die werden wir natürlich einhalten, aber noch sind die Fahrgäste ja ganz gut bedient. Im Bordrestaurant wird gerade der Kaffee ausgeschenkt. Ja, so soll das sein, Freunde. Wir sind 14 Uhr und noch was unterwegs, was 15 Uhr. Da wird dann auch mal Kaffee getrunken im Zug. Ja, da muss man sich ja mal einen Kaffee gönnen, ne? Da muss man sich mal ein Käffchen gönnen dürfen. So. Und wir haben Gegenverkehr. Schön. Wir müssen gleich runter vom Gas. Ab dem Vorsignal gehe ich vom Gas runter. Ich sehe schon das Vorsignal. Ja, ich hoffe, euch gefällt diese Let's Play-Reihe, diese Sendereihe. Wie gesagt, auf Minecraft hätte ich keinen Bock. Darum habe ich mich für so etwas entschieden. Und wir erreichen jetzt auch schon unseren nächsten Bahnhof in Kürze. Das wäre dann Berlin-Spandau. Wir fahren auf jeden Fall schon auf Berlin-Spandau zu und wir haben nicht wirklich Zeit aufgeholt, aber das ist nicht schlimm. So, und schon hauen wir in die Bremsen, Freunde, damit wir natürlich auch im Spandau-Bahnhof pünktlich zum Stehen kommen. Mit 90 an den Bahnhof ranfahren, okay, es ist riskant. Fahren wir in den Bahnhof Berlin-Spandau ein. Da drüben steht schon der Nahverkehr, Freunde. Ja, so soll das sein.
Geschwindigkeit sind rot. Wir haben zurzeit 53 Sekunden Verspätung. Finde ich gut. Finde ich nicht schlecht. Wir fahren einfach einen Ticken früher ab. 53 Sekunden Verspätung ist, glaube ich, kein großes Problem. Dafür, dass es ein liegen gebliebener Zug ist. Und der nächste Halt wäre dann Berlin Zoologischer Garten. Da hätten wir unser Ziel schon erreicht, Freunde. Gott sei Dank. Und das ist natürlich sehr, sehr extrem Berlin nachempfunden. Das kann man so sagen. Die Einfahrt nach Berlin. Wir bleiben auf 120, weil wir jetzt die Ankündigung schon gekriegt haben. Ich gehe jetzt nicht mehr in der Geschwindigkeit hoch. So, wenn wir gleich in eine 120er-Zone kommen. Und das wäre schlecht, wenn wir hier mit so viel Geschwindigkeit durchrutschen. Schon sind wir in der 120er-Zone. Darauf folgt natürlich eine 110er-Folge. Wir aber mit ein bisschen mehr durchfahren hier. Ja, noch mal ein bisschen mehr Gas drauf, das kann ich schon. Ja, so ist das, Freunde. Wir erreichen unser Ziel bald. Was ich gut finde. Und wir erwarten 110 km/h. So, schon haben wir runtergeschaltet. 113 km/h reichen. Die können wir nutzen, wenn wir in die 110er-Zone kommen. Da ist auch schon das Signal, das ist das Vorsignal. Ja, so soll das sein. Wir sind in der 110-Zone. Ganz böse. Ja, so ist das, wenn das bergab geht. Da kriegt der Zug nochmal extra Schub drauf. Es geht bergauf. Ja, Berg- und Talfahrt. Ja, das schraubt sich jetzt alles langsam aber sicher runter. Vorsignal. Das war schon das Vorsignal für die 100er-Zone. Ja, und schon geht's wieder bergauf. Und wir sehen ein ICE an uns vorbeifahren. Berlin Zoologischer Garten. Wir sind auf der Anfahrt, Freunde. Noch 4 Kilometer und wir haben unser Ziel erreicht. Und wenn wir Glück haben, sind wir pünktlich.
fast zwangsgebremst worden, weil es halt bergab geht. Oh, ein bisschen mehr die Bremse tackern hier. Ja, dann erreichen wir jetzt Berlin Zoologischer Garten. Wir sind kurz davor. Lass mal den Zug nur noch schön anrollen. Und rollen. Ein. Ja, ich hoffe, dass natürlich dieses Let's Play komplett aufgenommen wurde, weil Fraps so ein bisschen rumgezickt hat. Wäre natürlich nicht schön, wenn jetzt die Hälfte fehlt. Dann müssen wir das nochmal machen. Aber das ist ja generell kein Problem. Dann machen wir das eben nochmal. Ja. Seien wir natürlich gespannt auf weitere Folgen, die in dieser Hinsicht folgen werden. Stoff drauf. Den wir brauchen. Wir wollen ja pünktlich sein. Pünktlich wie die Maurer. Eine Minute haben wir noch. Und da sehen wir schon den Bahnhof. Das heißt, wir sind definitiv pünktlich. Und unser Gleis ist auch nicht belegt. Schön. Können wir ein bisschen zeitpünktlich reinfahren. Ja, wir sind... eine Minute noch. So, wir sind angekommen, Freunde, meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen. Wir haben 13 Sekunden Verfrühung, trotz Verspätung im ganzen System, was ja vorlag, die wir jetzt aufgeholt haben. Und somit ist unsere Mission beendet, Freunde. Ich bedanke mich natürlich für alle, die dabei gewesen sind. Natürlich sage ich, es wird weitere Folgen geben, natürlich selbstredend, Let's Play, Microsoft Train Simulator hier als Add-on. Hamburg-Berlin. Ja, abgeschleppt in der City, pünktlich. Jetzt hätten wir erst ankommen sollen, Freunde. So ist das. Jetzt hätten wir unser Ziel erreichen sollen. Wir haben unser Ziel rechtzeitig erreicht. Gott sei Dank, Berlin-Spandau. Ja, was gibt's da noch hinzuzufügen? Was gibt's da noch hinzuzufügen? In einer Minute hat dieser Zug Abfahrt laut Fahrplan, aber der fährt nirgends mehr hin. Der Zug endet hier. Ja, gar kein Thema, ne? Die ein- und aussteigenden Leute sind in 6 Sekunden auch alle rein und raus, also ausgestiegen. Gleich ist der Zug leer. Das ist schön. Und die Leute sind ausgestiegen, die Aufgabe ist abgeschlossen.